Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren mit dem Rad über Rodenkirchen nach Köln und danach zeigen wir euch die Umgebung vom Campingplatz Berger. Viel Spaß beim Anschauen! Ja, vom Campingplatz bis Köln, Innenstadt, sind es jetzt 7 Kilometer gewesen. Die kann man ganz toll am Rhein entlang fahren und jetzt sind wir mitten in Köln in der Altstadt und machen mal ein Päuschen. Wir essen jetzt eine Kleinigkeit, ne? Bis später mal. Vier Kilometer vom Campingplatz zwischen Köln und Rodenkirchen gibt es einen forstbotanischen Garten, der ist circa 25 Hektar groß. Ja, wir sind mit den Rädern hier und fahren da jetzt einmal durch. Ihr dürft gerne mitkommen. Ja, das ist eine wunderbare Erholungsanlage und die wurde als Symbol zur Völkerverständigung im Zeitraum von 1979 bis 1981 angelegt. Für 141 Staaten wachsen hier Bäume und Sträucher. Baum aus Kambodscha, Urweltmammutbaum.
Guten Abend. Guten Abend. Heute ist der letzte Abend auf dem Campingplatz Berger. Und wir zeigen euch jetzt noch so ein bisschen das Hinterland. Da hinten ist Rodenkirchen. Oder? Nee, da kommt Stadtteil Rodenkirchen. Ja. Tennisplatz, Golfplatz, alles da hinten. Und wir laufen jetzt mal da runter. Also uns kommt das vor wie am Gardasee irgendwie, ne? Oh. Ja, so. So Häuschen fast. Ja. Große Kiefern und Zypressen haben wir auch schon gesehen. Uhr. Unsere Schatten sind lang. Die Sonne geht bald unter. Wir verabschieden uns und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass euch das kleine Video gefallen hat. Vom Campingplatz Berger und Umgebung. Bis zum nächsten Mal, sagen Christa und Hermann unterwegs. Ciao. Ciao.